willkommen zu einem kleinen Infovideo. Ist schon eine Weile her, wo ich das letzte Mal ein Infovideo gemacht habe und heute möchte ich mit euch ein paar Themen ansprechen, die einige gefragt haben in der letzten Zeit. Und zwar zum ersten, mein aktueller Aufnahmeplan oder nicht Aufnahmeplan, sondern Uploadplan. Wie lade ich was hoch, wann kommt was, wann kommt zum Beispiel Team Rank, wann kommt The Rise, wann kommt zum Beispiel TTT, welche Uhrzeit. Da habe ich nämlich einige gefragt, wie viel Uhr denn welche Formate kommen. Und da schaut ihr am besten einmal hier unten in die Beschreibung rein. Da steht nämlich einmal komplett aufgelistet von Montag bis Sonntag, was denn wann kommt. Und dann wisst ihr auch immer Bescheid, ich möchte gerne The Rise gucken, das kommt dann und dann. Und dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Es kann natürlich sein, dass sich ab und zu mal was verschiebt, aber in der Regel versuche ich diesen Uploadplan einzuhalten. Des Weiteren möchte ich mich bedanken dafür, dass ihr die TTT-Videos so gut angenommen habt, denn ich persönlich habe super viel Spaß daran momentan mit Satan und Co. und den ganzen anderen Leuten. Macht es echt super Laune, das Game zu zocken. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Ich habe mir einen Twitter-Account erstellt vor circa einem Monat. Ich habe es noch nicht so wirklich an die große Glocke gehangen. Ich habe inzwischen 750 Follower, glaube ich. Oder sagt man Follower auf Twitter? Ich glaube ja. Ja, der Link zu meinem Twitter-Kanal ist auch hier unten drin. Da poste ich ab und zu mal ein bisschen random Stuff. Ein bisschen mehr Müll als auf Facebook. Also wenn ihr noch mehr von mir haben wollt, einfach irgendeinen Scheiß aus meinem Leben, dann könnt ihr da mal vorbeischauen, wenn ihr Bock habt. Da poste ich einfach irgendeinen Scheiß, worauf ich gerade Bock habe. Was gibt's noch zu sagen? Twitter, Uploadplan, genau, die Gamescom. Die Gamescom, denn viele von euch werden es ja mitbekommen haben, in letzter Zeit häufen sich so die Anfragen oder die Aussagen, ich gehe nicht mehr zu Gamescom, denn Riot ist ja nicht mehr da. Riot hat bekannt gegeben, dass sie nicht auf der Gamescom sind dieses Jahr und da haben mich einige, wirklich etliche gefragt, Perik, wie sieht's aus, bist du auf der Gamescom, obwohl Riot nicht da ist? Und ich muss sagen, ich werde trotzdem hingehen. Denn klar, Riot, ich finde es schade, dass sie nicht mehr auf der Gamescom sind, weil ich finde, sie waren wirklich ein sehr großer Bestandteil von der Gamescom und auch ein sehr großer Grund, warum ich zur Gamescom gehe und auch warum wahrscheinlich einige von euch hingegangen sind. Ich muss aber sagen, es gibt auf der Gamescom auch noch andere schöne Sachen. Ich hoffe auch, viele von euch zu treffen dort. Ist ja noch eine Weile hin, 4 Monate, ein bisschen über 4 Monate, also noch eine ganze Weile. Tickets kann man aber jetzt schon kaufen. Also ich werde definitiv gehen. Das kann ich euch schon mal sagen. Ich würde mal aber interessieren, was ihr denn davon haltet, dass Riot nicht mehr auf der Gamescom ist und ob ihr denn überhaupt noch hingeht. Oder ob ihr sagt, nee, ohne Riot ist das keine Gamescom mehr, da gehe ich nicht mehr hin. Das schreibt am besten auch mal unten in die Kommentare rein, denn das interessiert mich ein bisschen. Denn das war ja so ein heiß diskutiertes Thema jetzt über die letzten Wochen so ein bisschen. Einige haben erst gedacht, vielleicht ein verfrühter April-Scherz oder vielleicht entscheiden sie sich nochmal um. Aber ist natürlich Quatsch, ne? Wenn Riot sowas mal bekannt gibt, dann ist es auch fest, dass sie nicht zur Gamescom gehen werden. Da sie sich ja für andere Events, da sie momentan ein bisschen Geld und Zeit in andere Events stecken möchten. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Ich denke mal, da wird was Großes kommen. Und dann würde ich sagen, was hat eigentlich auch. Wie gesagt, schaut in die Beschreibung für den Uploadplan, schaut in die Beschreibung für meinen Twitter-Account. Der ist nämlich noch ganz, ganz klein und ich hoffe, wir können den ganz, ganz groß machen. Und vor allen Dingen, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von der Gamescom haltet. Ne? Gamescom kacke oder Gamescom cool, immer noch cool. Schreibt mir alles rein und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein.